that is everything around you that you call life was made up by people that were no smarter than you. Herzlich willkommen beim Kanal zum Erfolg und heute möchte ich heute über die drei wichtigsten und besten Bücher für Unternehmer reden. Und die Idee kam mir durch einen YouTube-Kommentar. Dort wurde nach den drei besten Büchern, um mit Amazon FBA zu starten, gefragt. Und dann habe ich mir ein paar Gedanken darüber gemacht, was das sein kann und bin zu dem Entschluss gekommen, dass tatsächlich die Bücher, die ich zum Start von Amazon FBA empfehlen würde, ganz genau die gleichen sind, die ich jedem anderen empfehlen würde, der sich selbstständig macht oder sein eigenes Unternehmen starten möchte. Und deswegen möchte ich hier gleich die Bücher vorstellen. Und hier ist jetzt kein Buch spezifisch zum Thema Amazon FBA dabei. Du kannst gerne auch das ganze Thema bei Amazon eingeben. Dort wirst du ein paar Bücher finden. Ich habe davon fast alle gelesen und mich hat davon jetzt keins vom Hocker gehauen, wo ich dir jetzt sagen würde, das Buch musst du auf jeden Fall lesen, sonst verpasst du was oder da stehen ganz, ganz wichtige Tipps mit drin. Deswegen möchte ich dir so wirklich die drei wichtigsten Bücher erst mit an die Hand geben, die ich dir unbedingt empfehlen würde, bevor du startest oder wenn du jetzt auch schon angefangen hast und sie trotzdem noch nicht gelesen hast. Das erste, was ich dir empfehlen möchte, ist jetzt erstmal kein Buch. Besser gesagt, es gibt darüber ein Buch, das heißt Start with Why. Und darüber gibt es auch ein YouTube-Video, ein TEDx-Talk, der geht, glaube ich, 18 Minuten lang. Den packe ich dir auf jeden Fall hier unten schon mal in die Beschreibung. Und den würde ich mir auf jeden Fall auch anschauen. Das Buch dazu habe ich auch gelesen. Das Ganze nimmt sich nicht mehr viel. Es würde auch schon fast ausreichen, wenn du dir dieses 18-Minuten-Video anschaust. Deswegen schau dir unbedingt, wirklich unbedingt das Video an. Es ist eines der besten Videos zum Thema Unternehmertum, Selbstständigkeit, Amazon FBA, was ich bis jetzt allgemein jemals gesehen habe. Es ist wirklich extrem, extrem gut. Es geht hier wirklich nochmal um die Basics, wie du oder wie du allgemein Menschen mit deiner Brand beeinflussen kannst, wie du sie zum Kauf überwinden, sage ich jetzt mal, kannst und allgemein, womit du starten sollst. Also wirklich nochmal so ein kleiner Talk, 18 Minuten lang, den du dir auf jeden Fall anschauen solltest. Und den packe ich dir hier unten rein, auf jeden Fall vorbeischauen, das lohnt sich. Und jetzt zu den Büchern. Eigentlich sind es vier Bücher. Das eine Buch, was ich dir jetzt am Anfang vorstellen möchte, zählt jetzt nicht dazu, weil ich habe es eigentlich dachte, ich habe es bei mir zu Hause, aber ich habe eben nochmal gesucht. Ich habe es irgendwie anscheinend jemand anders geliehen. Das ist The One Thing von Peter Keller, heißt der, glaube ich. Ich packe dir das Buch oder ich packe dir alle Bücher hier auch unten in die Beschreibung. Und im Buch The One Thing geht es so allgemein ums Thema Unternehmertum und um das Thema Zeitmanagement. Und die Kernaussage des ganzen Buches ist es im Prinzip, dass man sich immer auf eine einzige Sache fokussieren muss und die abarbeiten muss und dann auf die nächste geht. Und dass diese eine Sache wirklich immer dann nur die wichtigste Sache ist, die dein Unternehmen und allgemein dich weiter nach vorne bringt. Und als ich oder bevor ich das Buch gelesen habe, war ich immer sehr oder mit meinem Zeitmanagement und meinen ganzen Aufgaben, die ich geplant habe, sehr durcheinander. Das heißt, ich habe hier mal ein bisschen was gemacht, mal wieder da ein bisschen und letztendlich, oder ich denke, du kennst das auch, hat man irgendwie ja einige Aufgaben abgearbeitet, aber immer noch das Gefühl, nichts geschafft zu haben. Und durch das Buch hat sich das Ganze ein bisschen geändert. Hier sind wirklich sehr praktische Beispiele auch dabei, wie man das Ganze in seinen Alltag integrieren kann, wie man seine Zeit besser aufteilen kann und wie man wirklich das Maximale rausholt. Und es ist wirklich ein extrem wichtiges Buch, ist sehr günstig. Ich glaube, es kostet 10 Euro bei Amazon oder 9,80 Euro oder so. Also das würde ich mir auf jeden Fall holen. Ich habe es auf Englisch gelesen. Ich weiß nicht, ob es davon auch eine deutsche Ausgabe gibt, aber die englische Version kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Es ist super geschrieben, man kommt dort richtig gut in so einen Lesefluss rein und ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges Buch. Das nächste Buch und die nächsten Bücher habe ich auch alle hier zu Hause. Die liegen hier, die möchte ich dir jetzt natürlich auch mal vorstellen. Das erste Buch ist jetzt auch wieder, oder ist besser gesagt eine Biografie. Das ist von Steve Jobs, die Autobiografie. Und letztendlich hat das Ganze jetzt ja erstmal nichts unbedingt mit speziellen Thema zu tun, Unternehmertum und so weiter. Aber trotzdem ist das wirklich immer noch oder eins der besten Bücher, was ich jemals gelesen habe. Ich habe mir auch schon vorgenommen, das demnächst nochmal durchzulesen, weil es einfach wirklich so packend ist. Ich glaube, man fängt das an zu lesen. Die ersten paar Seiten sind so ein bisschen, ja, okay, kann ganz spannend werden und dann, wenn man einmal so ab Seite 50 drin ist, dann kann man gar nicht mehr davon aufhören, weil es einfach so spannend ist. Und das Buch stellt allgemein Steve Jobs und seine Geschichte vor, aber erzählt auch ganz viel über die Gründung von Apple. Also er dreht sich eigentlich fast noch mehr und allgemein war Steve Jobs Leben ja auch Apple, die Firma Apple. Und hier wird ganz, ganz viel darüber genannt, was seine Einstellung war, wie er Apple gegründet hat. Und das ist wirklich einfach eines der inspirierendsten Bücher und auch einfach eines der Bücher, wo ich am meisten Wissen über das Thema Unternehmertum, Selbstständigkeit und auch Amazon FBA herausgezogen habe. Das geht auch wieder ein bisschen auf deinen ersten Tipp auf einen, dieses Start with Why. Apple hat hier ein ganz, ganz starkes Why kreiert. Das wird auch im Buch genannt. Im TEDx-Talk geht es auch wieder um Apple. Also wirklich ein klasse Beispiel, dieses Buch
musst du auf jeden Fall gelesen haben. Es wird dir ganz, ganz viel bringen. Auch wenn du deine eigene Brand, deine eigene physische Marke gründen möchtest, sind hier noch ganz, 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 ganz viele Tipps mit drin, wie man sowas schafft, was man hier beachten muss und wirklich ein sehr, sehr gutes Buch, was ich dir empfehlen kann. Es ist ein bisschen dick, sind glaube ich 600 Seiten, 650 Seiten fast, aber es lohnt sich. Du musst es, ja, die letzten Seiten sind ein bisschen nicht mehr ganz so informativ, immer noch spannend, aber auf jeden Fall kann ich dir das Buch empfehlen. Das zweite Buch ist auch wieder ein richtiger Klassiker, ein richtiges Basic-Buch, das heißt, wie man Freunde gewinnt. Der Titel ist jetzt erstmal ein bisschen so, als wenn man so jemand, der keine Freunde hat, der Freunde suchen möchte, vielleicht so ein Jugendlicher oder ich weiß jetzt auch nicht ganz genau. Auf jeden Fall ist es das nicht. Das ist eins der ja, meistgekauften Business-Bücher auf der ganzen Welt. Die englische Version heißt hier, glaube ich, How to Win Friends and Influence People. Das habe ich mir auch geholt. Ich kann relativ gut Englisch. Ich kann auch ohne Probleme die meisten englischen Bücher lesen. Ich hatte aber hier bei der englischen Ausgabe ganz, ganz viele Probleme. Das ist sehr alt geschrieben. Das Buch ist nicht gerade das neueste. Das heißt, der Schreibstil ist relativ alt. Deswegen war es für mich sehr, sehr schwer, sodass ich mir dann das deutsche Buch und die deutsche Version geholt habe, was auch sehr gut ist vom Lesestil, von der Übersetzung und wirklich extrem. Ich habe mir ganz, ganz viel markiert, wie du auch sehen kannst, und es ist wirklich ein klasse Buch allgemein, diese Grundlage zu bilden, wie man Menschen versteht, wie man mit ihnen umgeht und wie man die auch im Endeffekt ein bisschen beeinflussen kann. Ja, und das, denke ich, ist sehr wichtig, wenn man in China mit seinen Herstellern schreibt, wenn man allgemein Kontakte zu anderen Personen pflegt und generell, wenn man sein eigenes Unternehmen startet, kommt man um den Kontakt und allgemein ist der Kontakt mit Menschen eines der aller wichtigsten Dinge. Und das Buch hat mir hier noch ganz, ganz viele Tipps mit an die Hand gegeben und ich kann dir das auch nur wärmstens empfehlen. Lass dich vom Titel nicht abschrecken und lese auf jeden Fall dieses Buch. Und das dritte oder beziehungsweise das vierte Buch ist ja eins mehr geworden, weil ich es einfach noch mit reinbringen wollte, heißt Think and Grow Rich von Napoleon Hill. Ist auch nicht sonderlich dick, es hat 190 Seiten, ist auf Englisch. Es gibt davon eine deutsche Ausgabe, die habe ich mir auch geholt, weil ich es einfach nochmal auf Deutsch lesen wollte. Das ist so ein ganz kleines Taschenbuch, das heißt Denke nach und werde reich, glaube ich. Die deutsche Version kann ich dir aber auf gar keinen Fall empfehlen. Erstmal ist hier, glaube ich, nur ein Viertel vom ganzen Inhalt drin, der hier wirklich drinsteht. Das heißt, die wichtigsten Dinge sind dort nicht vorhanden. Und außerdem ist es halt nicht wirklich schön geschrieben, sodass man es keinen Spaß macht zu lesen. Ja. Das Englische ist hier auch nicht ganz, ganz einfach. Ich kann es dir aber trotzdem nur empfehlen. Ich habe hierfür auch echt ein bisschen länger gebraucht. Ich habe mir teilweise Seiten zwei, dreimal durchgelesen, weil ich einfach nur mal diese Kernaussage oder weil ich gemerkt habe, hier steht was wirklich extrem Wichtiges drin. Und hier generell geht es einfach so ein bisschen um diese ganzen Basic des Unternehmertums. Wie man es schafft, sich letztendlich oder wie man die Person wird, um letztendlich sein eigenes Unternehmen zu gründen, wie man sein muss, wie erfolgreiche Menschen sind. Und das ist wirklich extrem gut. Ich glaube, das ist auch wieder eines der meistverkauften Bücher auf der ganzen Welt im Thema Business, Finanzen und Unternehmertum. Also auf jeden Fall auch extrem, extrem empfehlenswert. Und das solltest du auf jeden Fall auch lesen. Lass dir ruhig ein bisschen Zeit. Das ist extrem spannend und ich kann dir das auch wirklich nur ans Herz legen. Das heißt, das sind jetzt erstmal die drei Bücher, die ich hier dir vorgestellt habe. Die gehen wirklich nochmal auf diese Basics ein. Die sollte man auf jeden Fall gelesen haben, wenn man mit Amazon FBA startet, wenn man irgendwas nur in die Richtung Selbstständigkeit, Unternehmertum tut und sich hier allgemein informieren möchte, sind das wirklich die drei Bücher, die man gelesen haben muss. Den TEDx-Talk solltest du auf jeden Fall auch gesehen haben. Den finde ich fast noch besser als alle dieser Bücher. Also es ist wirklich krass, was so ein 18-Minuten-Video für einen Einfluss hat. Ich habe mir das auch schon ein paar Mal öfter angeschaut, werde es mir bestimmt auch noch mal ein paar öfter anschauen. Das Video findest du, wie gesagt, in der Beschreibung, auf jeden Fall dort vorbeischauen. Und The One Thing, das Buch, was ich jetzt nicht mehr finden konnte, ist auf jeden Fall auch empfehlenswert und das solltest du auf jeden Fall auch lesen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ich konnte dir ein paar Tipps zu den Büchern mitgeben. Es sind sehr basic Bücher, die man vielleicht schon kennt. Wenn du die Bücher noch nicht kennst, solltest du sie auf jeden Fall lesen und dir die holen. Denn das hat mir oder das hat bildet einfach eine gute Grundlage und bildet dich einfach noch viel, viel mehr weiter, auch wenn du bereits schon irgendwie erfolgreich bist und diese Bücher noch nicht gelesen hast. Das heißt, ich hoffe, dir hat das Video gefallen und wir sehen uns in den nächsten wieder. Bis dann.